Hallo, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Wir sind hier wieder unterwegs in Lies of Key. Ich habe Champion Victor besiegt und der Anführer der Alchemisten hat sich mir gezeigt. In dem Fall, mir scheint es, als wären die Alchemisten die Bösewichte in diesem Spiel. Jetzt möchte ich einmal, genau, nachdem ich den besiegt habe, muss ich einmal ins Hotel Grat. Storytime! Ja, die letzte Lies of P, das letzte Lies of P Video, das war ja YouTube only. Das habe ich so zwischengeschoben mal schnell. Also, ich glaube, ich habe für den was. Lady Antonia has heard about the Grand Exhibition. She realizes their cure is meaningless. Her illness has worsened. Perhaps because she lost hope. I fear we might lose her soon. Lady Antonia cautions against it, to be sure. But I still believe that gold coin fruit is our last hope. I have heard about an alchemist who knows how to use that most miraculous of medicines. Ja. Please find a way to treat her. Ich werde es probieren. Waren hinzufügen. Robuste Kratversorgungskiste geben. This is a supply box, officially approved by the city of Krat. I shall open it and add it to the hotel shop. Mach mal. Thanks, good sir. No matter what fate brings, serving her is my duty. Welcome to Hotel Krat. Yep. So, was hast du für mich? Auf jeden Fall will ich dieses Teil. Das kaufe ich jetzt einfach. Dunkelmond, Mondsteine des Bundes. Spezialwaffenklinge. Versteckter Mondstein. Verbessert normale Waffenklinge um bis zu plus 3. Normale Waffenklinge um plus 6. Nee, das sind dann in dem Fall noch nicht die Dinger, die ich unbedingt brauche. Das passt, okay. Dann... Die, mit der habe ich nix. Ich glaube, die Kollegin hier hat noch was zu sagen. Will you do, me a favor? Klar. Once it's not difficult or dangerous. Just give this to Alidoro. Alidoro. I give it to him myself, but he's in the barren swamp now. He'll understand the significance of this gift. I know. Just do this for me and I'll be grateful. Ich habe wieder die harten Frame Drops, sehe ich gerade. Es tut mir leid. Das ist nur hier im Hotel Grat so und das hört dann gleich wieder auf, sobald wir hier raus sind. I know my way around a weapon. Want me to look at something? Kann ich? Nee, Halbmondstein brauche ich dafür. Okay, vergessen wir das. Es tut mir echt leid, Leute. Jetzt muss natürlich mein Handy gerade auch wieder Lärm machen. Da mal ausschalten, damit ich hier... Okay. Blockangriff. Habe ich das? Das habe ich schon freigeschaltet. Dann Blockparade. Let's go. Das letzte ist natürlich echt geil. Wenn ein Fabelslot übrig ist, kannst du mit der Fabeltaste parieren. Okay, das muss ich testen. So, wen haben wir noch? Wer hat noch was zu melden? Ich glaube, hier kann ich das sehen, ne? Ah ja, genau, okay. Der Typ bei dem Baum oben.
Ja, und schon sind wir wieder auf 60 Frames. Seltsam. Nee, jetzt wieder nicht mehr. Tut mir echt leid. How's the cure for the petrification disease coming along? Glad you asked. It's going well, thanks to you. Sadly, it cannot cure everyone completely. Victims who have progressed too far have already lost organ function, and there's no way to restore that. Even if we eliminate the petrification disease, they won't last long. Their passing might be less painful than petrification, though. Are you sure? I can make a cure, Mr. Stalker, but I leave the choice to you. A longer but painful life, or a quicker but peaceful end. I'll make the cure if you give me one gold coin fruit. Eine Heilung für Antonia. The cure isn't exactly stable. Give it to the patient as soon as possible. Okay. Gebe ich ihr die Medizin oder nicht? Also das heißt, sie hat ein friedlicheres Leben, stirbt aber schneller. Ich denke, ich werde es ihr... Boah. Das ist jetzt eine wilde Entscheidung. Ja, sie soll die Medizin nehmen. No idea so many secrets are buried in Krat. Thanks for keeping me company. What are you curious about? Was? Hä? Muss ich das der Puppe geben vielleicht? Müsste ja hier wieder dran stehen, wer die Infos will. Hotel Krat. Da habe ich die Medizin. Hier werde ich mal noch die Weinflasche vorbeibringen, der Lady. Die ist relativ am Anfang. Das machen wir aber gleich. Ich weiß jetzt nicht, muss ich ihm das Heilmittel geben, oder? I believed in you, and my belief has been rewarded. She can be cured. Nee, so halb. The possibility of imminent death, though. Why won't pain ever leave her alone? I cannot make this choice. Every option is painful. Yep. I cannot know what's best for her. What would you choose? Ich würde das Heilmittel verwenden. I suppose ignoring her pain wouldn't be right. Thank you so much. No matter what happens, I will accept it. I will administer the medicine. Please accept this token of my gratitude. So, jetzt haben wir noch hier oben was zum Leveln. Okay, so, habe ich irgendwo noch was nicht voll. Also diese Goldmünzefrucht sehe ich überhaupt nicht. Warum soll ich das benutzen? Würfelverwendung benutze ich auch nicht. Verbessert den Wiederherstellungsding. Ja, da müsste ich aber erstmal 3 Slots voll kriegen. Erhöht die Anzahl der Ausrüstungsslots am Gürtel unnötig. Also entweder das. Amulett, weiß ich nicht. Bricht die feindliche Haltung, wenn perfekter Block erfolgreich war. Das ist gut. Fabelslots brauche ich nicht. Also in dem Fall das hier.
Münzenfrucht, Verbrauchsgüter, Wurfobjekt, Verbrauchsgüter, Effektdauer, nee. Hier habe ich nichts verwendet, weil... Legionsverbrauch während einer Krise verringern. Was verringert bei geringen Lebenspunkten den Legionsverbrauch von Legionswaffen? Nee. Stellt die Waffenhaltbarkeit wieder her, wenn spezielle Schleife... Hä? Farbeladung, Legion, nee. Verringert Blockregeneration, Reduzierung, weiß ich nicht. Perfekter Blockregeneration, Wiederherstellung. Ein Teil der Blockregeneration will das Lebenspunkte, wenn ein perfekter Block erfolgreich war. Das ist gut, das will ich haben. So, und dann haben wir bei Angriff noch neue. Waffenhaltbarkeitsverlust verringern. Ja, könnte nützlich sein. Reduziert die natürlichen Lebenspunktregeneration des Feindes, wenn er mit einer Waffe angegriffen wird. Habe ich jetzt bisher nicht gefühlt, dass das ein Problem wäre. Wenn Pulszellen entladen werden. Ja, warum nicht? Komm. So, damit haben wir kein Quarz mehr. Kann ich überhaupt noch einmal leveln? Ich weiß es gar nicht. Gute Dame. Ach so, sie erzählt mir noch was. Ja, okay, der Simon ist der Gegenspieler. Future, even worse than the carcass monsters we already face. That's why I woke you up. If you can't save Krott from Simon, no one can. Find the Isle of Alchemists. Someone must know how to get there. I will help as much as I can, of course. Please, save Krott. Ich werde es versuchen. Whatever choice you make, I shall wait for you. That is why I'm the listener. To bear a witness. Einen Stufenaufstieg können wir machen. So. Ich denke, das war's an dieser Stelle. Dann bringen wir mal den Wein. Noch zu der Lady. Das ist, glaube ich, direkt ums Eck. Das müsste nicht weit sein. Und danach... geht's weiter. Ja, und schon keine Frame Drops mehr. Passt. Glaube, die war hier irgendwo ums Eck rum, ne? Hey, gute Dame. Ah, lovely wee. Even in the bottle it has a distinctive shade of red. Oh, thank you, young one. Every step is a struggle when you have the petrification disease. But this, this glimmer of happier days is priceless. Oh,
Oh, I almost forgot. Speaking of price, here's what I can spare. Please, take it. Venini Gedenkmünze. Hier. Eine von der alten Dame am Fenster als Dankeschön erhaltene Gedenkmünze. Veninis Gesicht ist darauf eingraviert. Die Venini-Gedenkmünzen wurden anlässlich des Jubiläums des Venini-Fanclubs in limitierter Auflage geprägt. Es war eine großartige Veranstaltung, an der die Prominenz von Krat teilnahm. Das sind einfach hier Erinnerungen. Vier-Finger-Handschuh. Stalker. Aha. Alright. So. Jetzt geht's weiter. Ach, Hotel Krat, hat der noch was für mich? Okay, dann nochmal schnell ins Hotel Krat. Der Nächste, der was zu sagen hat. Danach haben wir's. Danach wird wieder gekämpft. Hoffentlich ohne diesen ständigen Regen in diesem Spiel. At the house of Venini, even priceless things have a price. Every item is a treasure of distinguished quality and superior provenance. Venini Gedenkmünze, ja, guck mal. You found a commemorative coin dating from the founding of the Venini Foundation. The foundation is a sort of fan club, sir. A very limited number of these were minted for the original members. Well, once Master Venini established himself as the Prince of High Society, his popularity skyrocketed, and his signature coat and glasses were mass-produced. This is one of the originals, however, from the limited run. Take care of it, won't you? You have restored Master Venini's lost collection. You've earned this small token of appreciation, sir. Thank you. Hey, nice. Ja, guck mal, dann können wir doch glatt nochmal die Waffe aufleveln. Perfekt. Let's go. Jetzt aber. Jetzt geht's weiter. Ich muss mich ein kleines bisschen dunkler machen. Weil das Licht mich gerade irgendwie ein bisschen stresst. Aber ich denke, das geht so immer noch ganz gut. Okay, so. Jetzt gucken wir mal. Also, ich muss zu den Alchemisten-Boys. The Isle of Alchemists. According to the guide, Venini visited that place. That's something, I guess. Ja, dann soll ich doch mit Venini sprechen. Muss ich jetzt... Ist das jetzt euer Ernst? Muss ich jetzt wieder zurück? Hey, was macht ihr beide denn hier? Hi. Ciao, Bello. It seems you and I share a strong connection. Talking to an alchemist is like talking to a brick wall. That's also an alchemist. Brother, you should say hello to your friend. But it is true that we are in something of a bind. We're going to need to consult with our old friend. You got that right, sister. Our pal is sure to help us. We didn't behave that badly at his last shindig, I hope. A moment, please. My young brother here is slowly but surely losing his very sight, his windows to the world.
to a terrible, slow-working illness. That is why I seek the gold coin fruit. It's set to work miracles, and do I ever need one? The alchemists give us just enough to keep him going, but not enough to cure, and never what they promised. We can't rely on those crucible-kissing wizards. Please, don't make me beg. He needs this. Besides, for a fellow who raided the Black Rabbit Rabbit's den and walked out in one piece, it'll be as easy as... Ja, würde ich dir schon geben. Aber ich glaube, das ist eine Entscheidung, die mich zu einem Boss führt. Please, the gold coin fruit is the only thing that helps. Ja, nimm. We knew you were a true friend and generous. That's right. I liked you from the start, you know. Just had a feeling. If you felt otherwise, that wasn't me. Ignore this one. When he gets excited or just feels happy, he gets chatty. But he really is grateful. We both are. On that note, I hate to borrow and run, but we have another request from the alchemist to take care of, so we will be staying behind. You'll need to go on without us. So, I suppose this is farewell. I won't ever forget your kindness. Here, a small token, but it's a gift from the heart. Now go. Schallplatte abspielen. Ja, passt schon. Wow. You need me? I was surprised when the bell rang. The Isle of Alchemists, you say. And monsters. This is a nightmare. I'm living my own nightmare. Puppets and alchemists, forget it. It is their secret island. A place hidden from the world. But even if we could find it, how to get there? What about... I don't know if it even works anymore. But one still requires fuel, needs must when the devil drives. There could still be a way. A dangerous but marvelous mode of transportation. Ein goldenes Ergo. Auf in den Sumpf. Oh, das ist eine Mülldeponie. Straßenbahnstation zum kahlen Sumpf. Eine Mülldeponie. Okay. Wo ist der Stargazer? Und warum riecht das hier nach Falle, wenn ich jetzt dieses Ding nehme? Reiseführer der Sehenswürdigkeiten von Graz. Okay. Da ist der Stargazer. Wunderbar. Okay. So.
Goldenes Ergo. Ich okay, there's no easy way to say this. It's a public graveyard. Humans call it an illegal dumping site. The city tried to stop it, but eventually had much bigger concerns. If the Grand Exhibition's horrific solution spread this far too, I think it's just too terrible to think about. Och nö, nee, so einer. Autsch. Gut, also die sind mittlerweile, gehen mittlerweile auch echt klar, ey. Das ist angenehm. Ja, ich muss jetzt hier goldenes Ergo finden und irgendeinen Überbringsel von irgendeinem, von dieser Waffenschmiedin weitergeben. Hundis, ich hasse Hundis. Komm mal her, du. Vor allem hat er einen seltsamen Feuerschädel. Das sieht verrückt aus. Da drüben werden Sachen verbrannt in diesem Turm. Okay. In dem Spiel hier ist ja alles immer relativ straightforward. LOL. Er ist einfach explodiert. Okay. Oh! Ey, ich will nicht auf das Fass hauen, du Saftsack. Ja, gut, in dem Fall hauen wir einfach auf das Fass. So. Reicht das? Noch jemand? Nee. Isolierungskonverter Belfort Superior. Hier. Oder? Habe ich gerade das? Ja. Das ist ausgerüstet. Feuerschadensreduktion. Der hier hat Elektroblitzschadensreduktion. Gut, dann muss ich mal gucken, was so kommt an Gegnern und dann da nochmal anpassen. Wow! Ihr zwei seid ihr. Aua! 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 Oh Gott, und Fallen sind hier auch. Ach du Scheiße. okay. Och nö. Verdammte Axt. Naja, ich hab's mir fast schon gedacht. Sie sind immer noch ein bisschen nervig, die Boys. Aber geht. Geht schon klar, aber ein bisschen nervig sind sie trotzdem. Vor allem habe ich gerade brutal viel Leben verloren. Und warum habe ich jetzt schon wieder... Was habe ich denn umgestellt, dass ich jetzt solche Framedrops habe? Sehe ich gar nicht. Es tut mir echt leid.
Gehe ich einfach mal hier ein bisschen weiter runter. Alles easy. Spiel sieht trotzdem okay aus. So, ich renne jetzt hier einfach durch. Voll die Schweinerei, dass die da von oben runterballern, ne? Oh, Verderbnis. Echt jetzt? Das ist mies. Aua! Ey... Alter. Aha. Haben wir jetzt hier wieder so einen seltsamen Clown? Och nee. Ah. Oh, der hat Elektroblitz. Okay. Jetzt weiß ich, warum ich dieses Ding bekommen habe. Warte mal kurz. Ich komme nicht ran. Aua. Komm, mach noch mal den. Das wäre super, ja. So ist easy. Das können wir ein Weilchen so weitermachen. Come on. Komm, noch ein. So, das war's, hässlicher Clown. Oh, eine Falle. Hab ich mich erschrocken. Meine... Ach komm, ey. Nicht runterfallen. Oh. Ja, hier schon wieder großes.
Großes Getrampel, ja, da unten. Sollte ich vielleicht mal runterschauen. Irgendwas gibt's da bestimmt. Ja, ist gut, ist gut. Was halte ich von Pokémon? Was? Deswegen bin ich jetzt hier runtergegangen? Hier ist ja gar nichts. Na gut. Ja, als Kind viel gespielt. Ich bin aber nicht so der harte Pokémon-Typ. Also, ich find's ganz witzig und verstehe, wenn man's mag. Mir gefällt aber das Kampfsystem nicht so wirklich. So dieses rundenbasierte. Ja, genau. Nee. Ich hätte erstmal umgucken sollen. Ich hätte mich umgucken sollen. Es war klar. Es war klar. Ach Mist. Jetzt muss ich so weit latschen. Ah, ehrlich. Na gut, jetzt wird gerannt. Nichts mehr bekämpft. Ja, ich wollte gerade eine Rolle machen. Ihr seid doch Arschgeigen, seid ihr. Alle miteinander. Jetzt hoffe ich, dass der große Clown nicht mehr da ist. Sieht gut aus. Ja, also Pokémon, wie gesagt, ich finde die Monster und das ganze Zeug ist ganz amüsant, aber ja, ist nicht so mein Spiel irgendwie. Früher als Kind viel die rote und blaue Edition halt, ne? Aber... Ey, nee, 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 was war das denn? Jetzt habe ich gedacht, der wird ein easy kill und... Ach man! Ah, typisch! So typisch wieder. Scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, so wie der mich hier vorhin verprügelt hat. Kann ich ihn auch gerade bekämpfen.
Gut. Kommt ungefähr aufs Gleiche raus. Ich muss aber auch ehrlich sagen, als Kind habe ich das gar nicht so gecheckt, die Pokémon-Sachen. Womit das jetzt zusammenhängt, dass man irgendwie gut ist oder schlecht ist, man hätte es verstehen können. Aber ich habe eigentlich immer nur das gute Bisasam richtig hart hochgelevelt oder den Shiggy, den Turtok, und habe damit dann alles platt gemacht. Und mehr habe ich eigentlich als Kind gar nicht gemacht. Ich habe das Spiel, glaube ich, auch nie fertig gespielt. Damals. Glurak fand ich nie cool. Weiß nicht, ich war eher so die Fraktion Shiggy. Shiggy Bisasam. Ey, das ist jetzt nicht euer Ernst hier. Auf der Treppe zwei von den Bastarden. Okay, ist gut gegangen. Aber hier sah es eigentlich so aus, als würde noch ein anderer Weg. Naja, egal. Ist hier vielleicht die Abkürzung? Ist das eine Abkürzung? Da ist der Stargazer. Wie kriege ich das hier weg? Hä? Those damn alchemists. The terms of a bargain, almost intolerable. Well, it's not like I care about those hotel people anyway. But there are limits. How do you do? It's quite odd that we should meet in a place like this. Oh, don't pretend surprised that I got here before you. After all, I can elude the darkest monsters, the loftiest beings. In fairness, I do benefit from your prowess as well. I shall tell you something. Ja, der ist schon ein bisschen shady, der Typ, ey. Alidoro. They say a terrible monster lives on the cliff at the end of the swamp. It behaves like a crow, gathering shiny things. I have absconded with treasures from its lair. Rare parts and weapons worthy of a hero. Da will ich hin. Ja, da will ich hin. If you're hunting ergo monsters, you might put that friendly tip to use. You're a worthy hunter, and it is worthy prey. Show that swamp monster what you're capable of. Ja klar, mach ich. You're a worthy hunter, and it is. What's this? A gift for a rescuer. From a technician girl. I don't remember. I've saved so many of the common people. Anyway, thank her, I suppose. Oh dear. These gloves are a mess. They don't even fit. Is this a practical joke? My God, I never did like that girl. She's just like him. Oh, never mind. I thought you had better taste than this. How disappointing. Get these rags out of my sight. Okay. Sorry. Wild. Jetzt bin ich ein bisschen am Überlegen. Da oben ging es auch noch weiter. Wo ist jetzt der Weg?
vermute, also ich würde jetzt vermuten, da unten ist der Weg. Dann schaue ich noch mal kurz, was hier oben ist. Hey, wer bist du denn? Ach so, du hast bloß ein brennendes Schwert. Warte mal. Du hast nur noch ein halbes Schwert. Hör auf, mich zu verprügeln jetzt. Geht doch. Wieder aufgeladenes Amulett. Wo sind die Amulette? Amulettens? Hier. Ein Amulett, das an einer Puppe angebracht werden kann. Für die Bewegung nützliche Informationen und Erinnerungen können in das Symbol eingeprägt werden, um besondere Kräfte hervorzurufen. Dieses Amulett war in der Lage, Pulszellen zu regenerieren und die Wiederherstellung zu erhöhen und wurde sogar in der Werkstatt als Innovation angesehen. Schon bald gab es viele Variationen dieses Amuletts. Aktuell habe ich das hier, erhöht Max LP. Finde ich eigentlich gut. Max LP, ja, so wenig habe ich jetzt auch nicht. Das ist okay. War schon ein bisschen, also man sieht schon den Unterschied. Ah, ich sehe, wie ich die Abkürzung aufmache. Perfekt. Guck mal hier. Super. Jetzt hat's leer. Zum Glück bin ich nochmal hochgegangen. Nice. Den Hebel einfach ignoriert beim ersten Vorbeilaufen. So. Sägezahnrad, Wurfzelle. Okay. Huch. Sichelmondstein, jawohl. Noch ein Sichelmondstein. Eine Falle. Ach Mann, ey, und ich erschrecke mich auch jedes Mal wie Sau vor den Dingern. Ach. Huh.
Und was wirft jetzt hier mit Sachen? Da oben! Der hat eine riesige Kanone! Können wir das lassen? Kann ich einfach schnell... Könnt ihr mich alle kurz in Ruhe lassen? Ich will nur zu dem Kumpel da oben. Wir machen jetzt hier mal keinen Stress, okay? Bevor ich hier irgendwen da unten bekämpfe, Leute. Bevor ich irgendwen da unten bekämpfe. So ein Blödsinn hier oben mit Kanonen rumballern, finde ich nicht cool. Ich würde dich gerne bedienen. Aber ich kann dich kaputt machen anscheinend. Ich kann anscheinend die Kanone kaputt machen. Okay. Klinge der Axt einer lebenden Puppe. Hier. Großschwert. Holy Guacamole! Hohoho! Womps! Okay! Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich irgendwie mein Gewicht entsprechend... reduzieren kann oder meine Traglast erhöhen. Bin immer noch schwer. Boah, aber dafür braucht man dicke Ausdauer, ey. Aber das Ding ist ja mal geil. Kann ich leider nur nicht benutzen. Ich kann es nicht benutzen, aber das Ding gefällt mir gigantisch gut. Oh, ist das großartig. Ich fand, Pulszellen zu regenerieren, ach, das kommt, ich nehme mehr Lebenspunkte. Er verprügelt mich einfach mit seinem Arm. Er hat sich selbst den Arm ausgerissen, um ihn als Waffe zu verwenden. Geil. Oh. Ich bin gelektroschockt. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt mit mir macht, weil anscheinend habe ich erstmal keinen Effekt dadurch. Oh, schade. Ich dachte, ich kann jetzt hier ganz nach oben laufen. Anscheinend nicht. Da ist noch ein bisschen Loot und hier ist noch ein bisschen Loot und ich habe sowieso viel zu viele Sammelobjekte schon eingesammelt. Alles voll, scharfes Rohr, ich benutze das Zeug gar nicht. Ich denke mal, hier geht's weiter. Schnauze, da unten geht's weiter, okay. Ja, komm. Was sollen wir dann hier rummachen? Ja, nochmal so einer.
Okay. Irgendwas tut hier. Ganz wild. Irgendwas tut hier ganz wild. Ich habe nur noch... Ah, da ist ein Stargazer. Wunderbar. Was ist mit dir? Warum leuchtest du rot? So they do exist. Other puppets like me, not bound by the Grand Covenant. Oh, cool. I thought I was forever alone. Without the Covenant, my kind hates me. Monsters, humans, puppets. They all hate me. But I want to be friends with humans. If I learn how to feel, would that be possible? If you tell me how, I'll return the favor. I want to learn how to feel. Hello, my only friend. What have you come to tell me? Klatschen lehren, Trauer lehren. Klatschen. Clapping is the mimicry of a joyful heart. It's good to feel alive. Thanks. Okay. Hello, my only friend. What have you come to tell me? Ja, Trauer kann ich dich auch noch lehren. How scary losing someone can be. I may not be able to cry. But I hope I can comfort others now. Thank you. Hello, my only friend. Okay. Cool, der hat mir ein bisschen Stuff gegeben. Ja, läuft. Kann man machen. So, wir haben hier einen Stargazer. Das ist wunderbar. Diesen werde ich jetzt benutzen, um abzuspeichern, und wir schauen mal ganz kurz hier vorne rein, was noch geht. Echt jetzt? Hier sind zwei riesige Zukunftspuppen. Oh Mann, jetzt muss ich dich... Wow! Nee, das ist alles ein bisschen uncool. Habe ich das jetzt bekommen? Ich glaube. Also, Moment, Leute, Moment. Ich muss erst einmal... Nee, hier ist zu. Scheiße. Ja, da hinten ist so ein roter. Alles irgendwie ein bisschen doof jetzt. Gehe ich mal hier rauf. Oh, ich bin ja so gut wie tot. Alter Schwede. Gar nicht bemerkt, das war knapp. Was steht hier? Sie haben den Posten übernommen. Vorsicht vor den Felsen beim Betreten der Schlucht. Boah, Leute, ich dachte, ich muss in ein Krähennest. Das wäre für mich weit oben gewesen. Aber das hier ist eher so Blight Town aus Dark Souls 1, ey. Oh, Leute. Ich habe das Gefühl, ich sollte hier erstmal den Weg freiräumen. Ja, hier leuchtet irgendwie mein rotes Ding schon wieder auf. Weiß ich, weiß. Experimentbericht des Ordens. Versuchsobjekt 890. Hey! Wer bist du denn? This must be quite an urgent patient to seek out my humble abode. You are still breathing. I must treat you quickly. Grant cannot have any more live patients. Trust me, it's better this way. 'Tis far nobler.
Yep. Darf ich bitte mich bewegen? And if you're not alive, then you must be dead. That's just logic. Oh, werfen kann er also auch. In my judgment as a doctor, all should end while they're still human. Bisschen lucky hier gerade den Backstab erwischt. What was her name? I don't recall. Oh, die Waffe von ihm gekillt. Aua. Warte kurz, ich brauche ein bisschen Ausdauer. Und Leben brauche ich auch. Du Bazi. Na bitte. Knapp, aber hat geklappt. So. Ich bin nicht Nummer 890. Name kostbar vergessen. Okay. Gut. Der wilde Eulendoktor, der mich hart wollte, hat's nicht überlebt. Sichelmondstein. Hier kriechen irgendwelche Wesen aus. Stabilisierter alchemistischer Booster. What? War hier der Stargazer? Ja. Feinde in der Nähe? Ah, okay. Jetzt hat. Leute, Dankeschön fürs Einschalten. Beim nächsten Mal wird noch ein bisschen gelevelt und dann hoffe ich, dass der nächste Boss bald auf uns wartet. Ich freue mich schon drauf. Genau, und ansonsten einen schönen Tag bis dahin und bis zum nächsten Mal. Tschüss.